Die hier zu sehende CNC-Maschine Typ 3018 Pro Max habe ich von der Firma Mostix erhalten. Die Mechanik ist vollständig aus Metall aufgebaut, der Rahmen und der Frästisch bestehen aus Aluminium, die Führung erfolgt längs von Rundstangen aus Stahl mit Hilfe von Linearkugellagern. Die Maschine wird mit einigen Extras geliefert, enthalten sind ein Sensor zum Leveln des jeweils verwendeten Fräswerkzeugs bestehend aus einem Metallzylinder und einer Krokodilklemme, ein Offline-Controller zum Ansteuern der drei Achsen und des Fräsmotors, der außerdem G-Code-Dateien direkt von einer SD-Karte einlesen und verarbeiten kann, zwei ER11-Spannzangen mit Aufnahmen von 3,175 und 4mm passend für die beiliegenden 30 Grad V-Bits und die beiden 2mm Fräser, Gabelschlüssel zum Werkzeugwechsel sowie die zur Montage nötigen Sechskantschlüssel. Die Bauanleitung befindet sich auf dem USB-Stick. Zum Festspannen der Werkstücke auf dem mit Nuten versehenen Frästisch gibt's Schrauben mit Flügelmuttern und Metallplatten. Per beiliegendem USB-Kabel können Daten direkt von einem PC übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 24 Volt bei bis zu 10 Ampere. Alle Fotos in hoher Auflösung vom Packungsinhalt sowie von der Montage gibt's auf der Webseite. Zentrales Element der Hauptplatine ist ein Mikrocontroller Typ ATmega 328P, auf dem die Open Source Firmware Gabel läuft. Die Achsen können über die großen Handräder bequem und schnell per Hand positioniert werden. Wer's lieber per Knopfdruck macht, verwendet den Offline-Controller. Die Bewegung der Achsen erfolgt dabei in einstellbaren Schritten. Der größte Vorteil des Offline-Controllers besteht darin, dass G-Code-Dateien von SD-Karte gelesen und verarbeitet werden können. Wird das USB-Kabel an den Offline-Controller angeschlossen, so fungiert dieser als Kartenleser und Daten können direkt vom PC zu dem Controller übertragen werden. Es muss kein PC laufen, um Werkstücke zu bearbeiten, was der Energieeffizienz der Maschine zugute kommt. Der Arbeitsbereich der CNC beträgt unter Verwendung der Endschalter 294 x 132 x 49mm. Als Maximalgeschwindigkeit sind 1000mm pro Minute in der Firmware vorgegeben, experimentierfreudige Zeitgenossen können diesen Wert ändern. Mit dem Notausschalter werden alle Motoren unverzüglich gestoppt. Im Standby mit abgeschalteten Motoren verbraucht die Pro Max zwischen 2 und 3 Watt. Mit allen Motoren im Betrieb steigt der Wert auf etwas über 40 Watt, beim Einschalten des Fräsmotors sind es kurzfristig über 50 Watt. Die maximale elektrische Eingangsleistung des Fräsmotors ist mit 200 Watt angegeben, die Maximaldrehzahl ohne Last beträgt mehr als 10.000 Umdrehungen pro Minute. Es folgen Tests der Pro Max. Fotos in hoher Auflösung der Ergebnisse gibt's auf der Webseite, sodass ihr euch ein genaues Bild der erzielbaren Resultate machen könnt. Der erste Test besteht im Fräsen von Holz. Die Vorlage wird zeilenweise jeweils von links nach rechts abgearbeitet. Verwendet wird einer der mitgelieferten 30 Grad V-Fräser. Das Material ist Buchenholz. Auf der Rückseite wird ein weiteres Relief gefräst, dieses besteht aus gewölbten Flächen. Genaue Angaben zu den Testverfahren gibt's auf der Webseite.
Das zweite Material ist Kunststoff. Verwendet wird ein 2,5 mm Zweischneidenfräser, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Von einem 15x15 mm Vierkantstab aus Acrylglas wird zunächst in X-Richtung Material abgetragen. In einem zweiten Schritt erfolgt der Materialabtrag in Y-Richtung. Im dritten Schritt erfolgt der Materialabtrag ebenfalls in Y-Richtung, allerdings mit einer sehr großen Überlappung. Auf der Gegenseite des Vierkants wird an der Vorderkante eine Halbkugel mit einem Durchmesser von 12 mm ausgefräst. Die Hinterkante wird mit Halbkreisen stufenweise abgerundet. Im Mittelstück werden zwei Nuten in U-Form, jeweils 7 mm tief gefräst, zunächst im Uhrzeigersinn, und dann entgegen dem Uhrzeigersinn. Mit einem V-Fräser wird als nächster Test eine Plexiglasplatte mit einem Motiv versehen. Zwecks Kühlung ist eine Umrandung aus Knetmasse angefertigt und die so entstandene Wanne mit Wasser gefüllt worden. Habe ich schon erwähnt, dass die Ergebnisse auf der Webseite in hoher Auflösung zu sehen sind? Der nächste Test besteht im Platinenfräsen. Verwendet wird auch hierfür einer der mitgelieferten 30 Grad V-Fräser. Die Tiefe der Gravur beträgt etwa 0,2 mm. In einem zweiten Durchgang werden mit dem V-Fräser die Bohrungen angesenkt.
Erst im dritten Durchgang werden die Bohrungen mit einem 1mm Bohrer gesetzt, der allerdings nicht Teil des Lieferumfanges ist, ebenso wenig wie die zugehörige ER11 Spannzange. Wie offen die CNC 3018 Pro Max von Mostix ist, die erzielbaren Resultate und mehr ist auf der Webseite von How Open Is This Gadget nachzulesen. Es gibt hochaufgelöste Fotos der Maschine, von dem Packungsinhalt, dem Zusammenbau und selbstverständlich von allen erzielten Ergebnissen. Somit könnt ihr euch höchstpersönlich ein genaues Bild von der Maschine machen, ohne dass euch dabei irgendjemand etwas vorquatscht. Dieses Video soll euch nur einen ersten Eindruck von der 3018 Pro Max von Mostix in bewegten Bildern und der von dieser CNC emittierten Geräusche vermitteln. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!